In unserer Serie Mythen der Kreativität möchte ich mir jetzt einen Mythos mit dir noch vornehmen, der da heißt, Leute, die in ungewöhnlichen oder unter ungewöhnlichen Bedingungen, in ungewöhnlichen Umständen aufwachsen, die sind besonders kreativ. Und alle, die wir doch normal aufwachsen, sind schon mal, haben schon mal schlechte Startbedingungen, sind nicht so kreativ. Mhm. Wie ist es denn damit? Dieser Mythos ist schwer zu beurteilen. Die Biografieforschung unter anderem, wir hatten ihn auch schon mal, unseren wunderbaren Herrn Csikszentmihalyi, um den Namen vorstellen zu können, hat in seinen Biografieforschungen festgestellt, dass es eben tatsächlich so ist und hat darüber nachgedacht und hat gesagt, vielleicht ist es so, dass wenn wir in einer sehr, sagen wir mal, in einem bequemen Umfeld groß werden, mit sehr behütet, vielleicht auch ein bisschen überbehütet, dass wir eben gar nicht die Motivation zur Veränderung haben und dass wir deswegen keine Veränderung bewirken, indem wir auch kreative neue Dinge tun. Hingegen, wenn man in Umständen aufwächst, ob früher in eventuellen Verfolgungen, in Kriegssituationen, in bestimmter Armut etc., dass man dann den Wunsch hat, etwas zu verändern und deswegen besonders motiviert ist, Kreatives zu tun. Was dem ein bisschen entgegensteht, das ist ein anderes Sprichwort, Not macht erfinderisch. Das sagen wir gerne. Jetzt hat man aber in der Forschung festgestellt, wenn wir jemanden sämtliche Mittel streichen, dann ist er eigentlich in Not. Dann hat er aber nicht mal die Grundlage, um irgendetwas zu tun. Menschen, die in absoluter Armut leben, interessieren sich nicht für die neuesten Gags in irgendeiner Wirtschaft. Die müssen ums Überleben kämpfen. Und in dem Moment bin ich nicht kreativ, ich versuche effektiv zu sein. Das heißt, es ist eine Waagschale zwischen, mach es mir nicht so gemütlich, dass ich gar nichts verändern muss, und gib mir aber das Minimum an Sicherheit und an Mitteln, dass ich überhaupt agieren kann. Wie ist denn in dem Kontext, es gibt ja ein Konzept, was gerade so in der Innovationsszene sehr besprochen wird, also aus Indien kommend, Jugaad, also oder frugale Innovation, dass ich sage, ich habe sehr beschränkte Mittel, und die werden dann doch sehr kreativ, um mit beschränkten Mitteln, mit beschränkten Gegebenheiten Dinge zu machen, wo wir hier das 10- oder 100-fache an Ressourcen brauchen. Jetzt hast du ja gerade gesagt, na, so Not macht erfinderisch oder eben auch nicht. Ist es da so, dass wir dann noch auf einem Level sind, wo wir sagen, wir haben vielleicht begrenztere Mittel, aber trotzdem nicht nichts? Oder wie würde ich das einordnen jetzt? Ungefähr so. Also wir haben begrenzte Mittel, aber wir haben nicht nichts. Wenn ich in einen Raum gehe, wo nur 5 Gegenstände sind und soll aus den 5 Gegenständen MacGyver-artig irgendwas basteln, dann muss ich nicht direkt sofort ums Überleben kämpfen. Und MacGyver hatte auch eine besondere Stärke, dass er oft in Situationen war, wo er ums Überleben kämpfen musste und schnell arbeiten musste, aber er hat auch ein unglaubliches Wissen, was dahinter stand. Und das vergessen wir oft. Dieses Wissen muss man ja erstmal erlernen. Das ist eine bestimmte Basis, die man dann schon hat in dem Moment. Und deswegen kann man nicht per se sagen, gib einem gar nichts und dann wird er sich schon was überlegen. Wo nichts ist, kann nichts werden, kann man auch sagen. Ich möchte noch bei einem Punkt nochmal nachhaken, was du vorher gesagt hast, beim Thema Kinder, Eltern und sehr behütet aufwachsen. So als Elternteil für mich natürlich auch spannend. Was kann man denn als Eltern jetzt in unseren Breiten sozusagen tun, um das zu unterstützen, dass ein Kind, sag ich mal, kreativer aufwachsen kann? Ich habe jetzt so rausgehört, so dieses Überbehüten ist es nicht. Genau. Da würde ich meinem Kind eher keinen Gefallen tun damit. Ich denke, dieses Überbehüten geht oft in die Richtung, mein Kind geht morgens dorthin, dann geht es in den Kindergarten, dann geht es danach zu dem und dem Kurs. Wenn es in die Schule geht, dann hat es nachmittags Musikunterricht, dann hat es an einem anderen Tag Ballettunterricht, an einem anderen Tag hat es das. Das ist eine Art von Lebensvorgabe, die den Weg so krass ebnet, dass man keinen Platz für andere Dinge gibt. Das heißt, das Wichtige ist, dass man erstens die Kinder herausfinden lässt, was sie wirklich gerne tun. Ja? Das würden ja die Eltern ja auch so begründen. Ne? Das sage ich, mache ihnen so viele Angebote meinem Kind, damit es herausfinden kann, was es gerne tut. Es hat ja aber nie Freiraum. Okay. Kinder leben ja am liebsten im Jetzt. Und wir Erwachsenen leben ziemlich viel in der Zukunft und in der Vergangenheit.
Und ich glaube, es ist wichtig, dass man die Kinder im Jetzt leben lässt. Mhm. Wir kennen das, wir gehen spazieren mit unseren Kindern, da ist eine große Baustelle, ein Kind würde dort eine Viertelstunde stehen bleiben wollen. Und wir stehen die ganze Zeit daneben. Mach mal schneller. Ne? Wir Komm, wir weiter. Gehen jetzt, wir ja. müssen doch noch wohin. Ja. Und genau ja. das ist eben das, was man nicht tun sollte. Mhm. Nicht schon vorgeben, wo wir hingehen, wo wir nachher, morgen, in einer Woche, in 10 Tagen, was wir tun. Mhm. Sondern dass man einfach sagt, jetzt sind wir hier und du machst jetzt gerne das. Und wenn du dich eine Stunde lang mit dieser Sache beschäftigen kannst und es gerne tust, dann mach es doch bitte. Mhm. Ja? Damit bringen wir dem Kind bei, wie es sich selbst motiviert, wie es sich konzentriert. Und das sind lauter gute Talente für später. Das heißt, zusammenfassend jetzt für den Mythos auch als Elternteil gesprochen, das heißt, wir müssen uns nicht in künstliche Armut jetzt stoßen, damit die Kinder kreativer werden. Und wir müssen auch nicht versuchen, ein von morgens bis abends durchgetaktetes Programm mit vielen neuen Reizen für mein Kind zu schaffen. Anreize, aber eben nicht zu viele Vorgaben. Danke. Okay.